So, liebe Fußballfreunde, die Folge 508 heute, 9. Spieltag der Saison 2022-23 und es geht gegen den VfB Stuttgart. Lassen wir es mal laufen. Heimspiel gegen den VfB Stuttgart, der zweite gegen den vierten. Zuschauer werden hier, also volle Hütte wird erwartet, 34.170 Zuschauer. Und der Trainer ist Jürgen Klopp mit einem Level 13 hier. Ich habe 10. Ein Stern, der über Stuttgart steht, wo der deutsche Meister lebt. Da sehen wir es, Topspiel. Ja, Borthwick Jackson fehlt natürlich. Das haben wir ja in der letzten Folge leider schmerzlich erfahren müssen. Somit kommt Julian Neu in die Mannschaft rein. Und Borthwick geht halt raus, ne? Dafür kommt jetzt Kevin Seitz mit rein. Und Reno wird jetzt ersetzt durch Sturridge. Und Sturridge wird auch heute starten. Poyampolo, trotz der guten Leistung gegen Real Madrid, werde ich erstmal auf die Bank setzen. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass die beiden vorne, Weihrauch und Sturridge, gut harmonieren können. Und ich würde gerne heute Donis Aftejai von Anfang an mal laufen lassen. Weil der Boateng, der soll sich nicht total hier verausgaben, sondern alles ein bisschen, ne, gemächlich, und dafür kommt Nicham heute mit und Kevin Prince kann sich mal ausruhen. Für Bender würde ich jetzt gerne mal den jungen Andres, aber nee, das kann ich auch nicht riskieren. Nee, ich lasse das alles mal so. Also wir wollen nicht zu viel rotieren. Gucken wir uns erstmal den Gegner an. Die Mannschaft von Kloppo. Im Tor haben wir hier einen nicht unbekannten. Sebastian Sosa. Uruguayanischer Nationalspieler. 37 Spiele bisher auf dem Buckel. Also der bringt mit 36 Jahren für einen Torwart sehr viel Erfahrung mit. Dann haben wir hier Tim Leibold. Deutscher Nationalspieler, hat aber noch kein Spiel gemacht. Dann John Anthony Brooks, mit 29 Jahren erfahrener Spieler, US-Nationalspieler. Dann haben wir des Weiteren Daniel Schwab, auch er deutscher Nationalspieler, allerdings noch kein Spiel, mit 34 Jahren jetzt am Ende seiner Karriere. Toni Janschke, rechter Verteidiger, im Team der deutschen Nationalmannschaft im erweiterten Kreis, allerdings noch kein Länderspiel. 32 Jahre Erfahrung. Slobodan Medejovic, defensives Mittelfeld, hier mit 31 Jahren erfahren. Jetzt muss ich mal gucken, was das hier für eine... hier steht es ja. Serbisch. Serbisch-Kroatisch. Okay. Dann geht's weiter. Raphael Holzhauser, Spielmacher. Auch er, österreichischer Nationalspieler, 44 Spiele, allerdings noch kein Tor. Marco Rojas, Flügelstürmer oder Flügelspieler, kann auch im Mittelfeld eingesetzt werden, ist aktuell Neuseeland und 22 Spiele, ein Tor, Nationalspieler. Und vorne haben wir einen jungen Mann, Servet Ikica, ist U21-Spieler, türkischer U21-Spieler, muss man hier an der Stelle sagen. Und vorne haben wir einen weiteren Flügelstürmer, Kimil, Nationalspieler, deutscher Nationalspieler, ein Spiel hat er schon hinter sich. Also das ist mal ein interessanter Mann. Ja, hat so Werte ähnlich wie Schmitzekatze.
Ich kann mal gucken, kann man den vergleichen? Vergleich mit, ich will mal gucken, ob das geht. Das funktioniert. Ich würde ihn mal gerne mit Schmitzkatz vergleichen. Da haben wir einen Benno Schmitz. Können wir mal vergleichen. Er ist in 12 besser und Schmitz ist in 18 Fähigkeiten besser. Also Schmitzkatz doch noch leicht voran. Okay. Und Chalai mit 34 Jahren, ungarischer Nationalspieler, ist allerdings nicht mehr im Team, hat 71 Spiele in der Nationalmannschaft hinter sich gebracht, 7 Tore. Er ist aktuell der Sturmtank. Und das war die Mannschaft von Stuttgart. Also, ich denke mir, die Chancen hier zu gewinnen, zu Hause, vor eigenem Publikum, jetzt nach dem Spiel gegen Real Madrid, sind gegeben. Aber es ist ein erfahrenes Team hier, auf das wir treffen. Aber ich hoffe heute auf Dunis Avdija und auf Sturridge und auf einen wiedererstarkten Patrick Weihrauch. Willkommen hier aus dem Ostseestadion im Norden Deutschlands mit dem Spiel, mit dem Topspiel muss man sagen, am 9. Spieltag. VfB Stuttgart zu Hause zu Gast hier bei uns gegen FC Hansa Rostock. Julian Neu, den ihr jetzt hier gerade am Ball seht, ist jetzt der Vertreter aktuell für Boswick Jackson, der, wie wir gesehen haben, 25 Wochen verletzt sein wird, Schädelbruch. Erneut eine schwere Verletzung, die er für sich erstmal verdauen muss. Er kriegt allerdings von uns alle erdenkliche Unterstützung. Bei uns wird jeder Spieler halt, der zum Team gehört, sei es in der ersten oder zweiten Mannschaft, wird natürlich unterstützt. Ist doch klar. Ja, wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen. Sorgen muss er sich keine machen. Das Einzige, was er machen muss, ist gesund werden. Ja, der VfB Stuttgart, wie wir im Vorbericht gesehen haben, eine erfahrene Mannschaft. Es gibt aber auch ein paar junge Spieler drin. Zwei habe ich hier gezählt. Und wir sind eigentlich ein, wenn man mal den Altersdurchschnitt betrachtet, ein sehr junges Team noch in der Bundesliga. Verfügen aber mittlerweile über viel Erfahrung. Alleine ein Ronny Marcos oder ein Benno Schmitz. Auch ein Fritte Brinkis, der es tatsächlich bis jetzt im Moment in der ersten Mannschaft geschafft hat. Und es gibt keinen Grund, ihn herauszunehmen. Auch da möchte ich mal Kommentare von euch zu hören, wie ihr das findet, dass ich Fritte Brinkis hier im Team lasse. Obwohl Vlachodimos, der Torwart Nummer 2 Deutschlands, wieder gesund ist. Ronny Marcos. Und da ist Sturridge und nagelt das Ding ins Tor rein. Leute, ich habe das Gefühl, als wenn es aufwärts geht hier. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Seitdem Sturridge hier bei uns ist, habe ich so das Gefühl, ist so ein kleiner Ruck durch die Mannschaft gegangen. Das hat uns gefehlt. Wir haben wieder eine Konkurrenzsituation vorne im Sturm. Und zudem haben wir wieder einen Stürmer, der auch trifft. Sturridge hat sich sehr schnell, sehr nahtlos hier in die Mannschaft eingefügt. Muss man mal an der Stelle auch lobend erwähnen. Und Patrick Weihrauch kann jetzt in aller Ruhe wieder aufgebaut werden. Ich habe erst heute vor dem Spiel mit ihm ein längeres Gespräch geführt und ich habe ihm klar gemacht, das Tor gegen Real Madrid war schon mal der Schritt in die richtige Richtung. Aber er soll sich jetzt hier nicht unter Druck gesetzt fühlen, sondern wir machen das in unserer stoischen Ruhe, in unserer stoischen norddeutschen Ruhe, könnte man sagen. Er soll langsam wieder ans Team herangeführt werden. Und Sturridge macht das im Moment schon ganz gut. Und da kann sich Patrick Weihrauch ganz entspannt
wieder ins Team reinspielen. Dunis Avcıcay heute von Anfang an dabei. Dafür der gute Prinz Boateng, der sich in den letzten Partien wirklich voll reingehängt hat, kann sich mal wieder ein bisschen ausruhen, sitzt heute auf der Tribüne. Nietzscham, dein Vertreter heute, der auch mal wieder Spielpraxis braucht, aber noch nicht stark genug ist, um gleich von Anfang an hier aufzulaufen. Auch er wird von mir nicht fallen gelassen, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Auch da wurde mir gesagt, ich soll weiterhin auf ihm bauen, denn wenn sich mal ein Prinz Boateng vielleicht verletzt, und das kann immer passieren in seinem Alter, dann brauche ich auf jeden Fall ein gutes Update für Dunis Avcıcay und das hätte ich dann mit ihm. Hier kassiert eine gelbe Karte, jawohl. Kassiert gelb. Muss er jetzt ein bisschen aufpassen. Halbe Stunde gleich gespielt. Ja, Foto bringt dies. Da konnte man jetzt seine ganze Erfahrung sehen. Schöner Abwurf hier. Also der macht echt einen guten Eindruck im Moment für die Brinkis. Nein, er hat eben gerade ein sehr gutes Stellungsspiel bewiesen. So, und jetzt Sturridge. Sieht außen den mitgelaufenen Schmitzkatz, aber der weiß nicht, sich zu helfen. Versucht mit einem Kopfball hier eine Flanke zu machen, oder was war das gerade? Sturridge, sehr stark. Sehr stark. Sehr stark. Auch wenn er sich jetzt hier verdribbelt hat, aber der versucht was. Der hat Selbstvertrauen. Und jetzt Stuttgart mal. Kommt hier durch mit dem Angriff. Rojas. Aber Fritte Brinkis. Also der ist stark. Was ist mit Fritte Brinkis los? Ich glaube, der hat sich vorgenommen, dieses Jahr hier Meister werden zu wollen. Und der will das nicht von der Bank aus werden, sondern der will das im Tor werden, habe ich das Gefühl. Macht hier Vlachodimos wirklich das Leben schwer. Ich habe Vlachodimos gesagt, ich werde Fritti Brinkis im Moment nicht rausnehmen, weil er bringt die Leistung, die man von ihm erwartet. Das heißt, er bringt eine Top-Leistung. Und wer weiß, wozu Fritti Brinkis noch in der Lage ist. Im Moment auf jeden Fall wäre es Blödsinn, ihn rauszunehmen. Er bringt Top-Leistung. Da ist er wieder. Auch da genau im richtigen Augenblick rausgekommen. Ganz stark. Und jetzt Schmitzkatz. Ja, Schmitzkatz läuft noch nicht so rund, wie ich mir das wünsche. Da. Ja, da muss noch ein bisschen was kommen von mir. Da ist er wieder. Auf den Jai hier. Schöner Pass und Sturridge. Und er verliert den Ball. Sehr schön. Schmitzkatz. Sturridge. Avcıcay. Kramer. Der Ball läuft. Der Ball läuft. Julian Neu. Dunis. Fehlpass. Brinkis steht einfach immer goldrichtig. Er antizipiert die Schüsse aufs Tor. Es ist schon wirklich genial. Also wir müssen hier nichts ändern. Das läuft wirklich richtig gut. Ja, Benno Schmitz. Leistungsabfall. Das ist noch nicht so optimal. Ich habe es gewusst. Jetzt bringt den Sieg nach Hause. Also ich hoffe, dass wir jetzt ein schnelles zweites Tor noch nachlegen, sodass hier Stuttgart sich ihrem Schicksal ergibt. Aber noch sind 45 Minuten zu spielen. Also man sollte hier nicht zu früh Stuttgart abschenken. Ja, ich werde jetzt mal Heinz auf der rechten Verteidigungsposition probieren, da sich ja
Heinze, Schmitz meine ich, da sich ja Heinze hier eine gelbe Karte eingefangen hat. Und dann nehme ich einfach Kevin Seitz, der ja auch gute Leistung bringt auf der Position, bringe ich mal rein. Schöner Pass hier. Fritte Brinkis im, weiß ich nicht, im Frühling seines Lebens. So gut war er noch nie. Vielleicht damals in der dritten Liga. Das nicht mehr exakt in Erinnerung, aber stand ja mit meinem Start als Trainer hier in Rostock, stand er ja damals im Tor. Ne, beziehungsweise es war noch ein anderer, ich weiß nicht mehr, irgendwie mit H. Hähnel oder so, ich glaube, der war im Tor. Und dann hat sich Fritte Brinkis reingespielt. Dann war er so gut, dass er verkauft wurde. Und ich weiß nicht mehr warum, aber ich habe ihn dann auf jeden Fall zurückgeholt, weil ich glaube, in einem anderen Verein kam er nicht so zurecht und das tat mir irgendwie leid. Und dann hat er aber nie, ist er nie so richtig über die Reservistenrolle rausgekommen. Und jetzt scheint er irgendwie stabil zu sein. Also er hat jetzt die Erfahrung, die er braucht. So, da ist Schmitzkatz. Seitz kommt rein und Schmitzkatz geht jetzt auf die rechte Verteidigungsposition. Auf der Jai. Weihrauch. Sturridge. Wieder Weihrauch. Bällchen läuft gut. Wieder neu. Kramer. Das Gefährliche an dem Ergebnis ist halt das 1:0. Also wir spielen überlegen, aber es ist nur ein Tor. Und das kann Stuttgart natürlich immer wieder wettmachen. Aber Fritte Brinkis, der hat sein Tor zugenagelt und da geht nichts rein. Da geht nichts rein, der lässt nichts zu. Schon wieder unglaublich. Ist im Moment der Fels in der Brandung hinten. Seitz, oh, guck mal, wie der abgeht. Seitz, meine Güte, wie ein Staffelläufer. Wie ein Staffelläufer. Das war eine Situation, die war nicht ganz ungefährlich, aber Gott sei Dank war hier der Stürmer der Stuttgarter nicht treffsicher genug. Sturridge. Dummies after Giant. Such Patrick Weihrauch und er macht hier eine gute Aktion. Hätte fast um einer das 2:0 gemacht. Seitz hier. Ist ein Unruheherd auf der rechten Seite. Ja, sehr gute Abwehrarbeit von Hannessen hier. Schön auf Julian neu gespielt von Weihrauch hier.
So, wir können auswechseln. Ja, für Patrick bringe ich jetzt Bojan Palo vorne rein. Patrick, gute Ansätze, braucht noch ein bisschen Zeit. Jo, Benno Schmitz hinten, ne? Da können wir jetzt mal den guten Ronny Marcos auf rechts nehmen. Schmitz heute nicht einen guten Tag. Und dann kommt Ole Fleck mal wieder rein. Der auch einen Einsatz nach dem anderen hier fahren kann bei uns. Erfahrung sammelt. Der kann in Ruhe aufgebaut werden für Ronny Marcos. Für spätere Zeiten mal. Also Ole Fleck kommt auch mit der Rolle gut zurecht. Da muckt nicht groß auf. Ist froh, dass er Team ein Teil dieses Teams sein darf. Und wir tun gut daran, wieder in Richtung Meisterschaft die Hansa-Korre zu steuern. Also es sieht gut aus in dieser Saison. Es sieht so aus, als wenn wir unseren Titel verteidigen können. In der Champions League wird es ein bisschen schwieriger. Ah, jetzt schöner Pass hier von Weihrauch auf Julian Neu. Aber in der Meisterschaft sieht es schon wieder richtig gut aus. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie Schalke spielt, die ja mit uns punktgleich sind. Oh, schön gemacht von Sturridge. Julian ist frei jetzt und jetzt geht er, kommt er vorbei? Ne, kommt nicht vorbei. Jetzt kommt nochmal der Wechsel. Ah, Schalke. 2:0 führen sie. Und Ronny Marcos schlägt jetzt die Flanke rein. Das war knapp. Da war Kramer fast vor dem Torwart am Ball. Ich bin sicher, Brinkis hätte den Ball auch gehalten. Er hat einfach ein geniales Stellungsspiel im Moment. Er ist Teil dieser Mannschaft jetzt geworden, hat Vlachodimos wirklich, ohne jetzt Vlachodimos schlecht machen zu wollen, vergessen lassen. Und es gibt im Moment keinen Grund, einen Torwartwechsel durchzuführen. Hier sehen wir das Team, läuft im Moment alles gut. Ja, Verteidigung der Meisterschaft ist drinne. Und als wenn ich es nicht schon geahnt hätte, erneut bester Spieler Johannes Brinkis. Das würde ich jetzt mal gerne hier als Titel nehmen für diese Folge. Fritte in Bestform. Es ist so. Wir reden hier wirklich von einem Mann, der es echt mehr wie verdient hat. Er steckt Woche für Woche hier tolle Leistungen für sich fest. Also was sollen wir machen? Er ist nicht rauszunehmen. Schalke aber weiterhin noch oben. Okay. Ich hole das Kind. Ah, bin ich müde. Obwohl es ja noch früh am Abend ist, ne? Es ist ja noch gar nicht spät, aber ich bin einfach müde. Ja, das ist so diese herbstliche Zeit. Bayern München verliert 1:2 gegen Werder Bremen. Das ist für mich eine Überraschung. Und der langjährige Titelträger hier, Bayern München, auf der Talfahrt von 6 auf 10 jetzt abgerutscht. Also ich denke, da werden sich die Verantwortlichen jetzt wirklich mal was überlegen müssen. Das ist jetzt schon nach dem 9. Spieltag eine dramatische Situation. Immerhin jetzt schon 7 Punkte hinter uns. Ja, das ist schon ein dickes Brett. Wir gewinnen 1:0 gegen Stuttgart. Das ist erstmal ein Rückschlag für die Stuttgarter. Die fallen auch runter auf 8. Mainz verliert erneut 1:4 hier gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen bleibt also weiterhin dran. Und Mainz 05 absolut ganz unten im Keller.
setzt sich da wirklich fest. Braunschweig 0-2 verloren gegen Schalke, war abzusehen. Braunschweig jetzt Tabellenvorletzter, hat sich auch nichts geändert. Dann haben wir ein Unentschieden 1-1 Nürnberg gegen Hannover. Das hat hier beiden Mannschaften ein bisschen was geholfen, aber groß verändert hat sich dadurch nichts. Dortmund gewinnt 1-0 zu Hause gegen Düsseldorf. Die Dortmunder kommen langsam wieder in Schritt, leichte Aufwärtstendenz, während bei Fortuna Düsseldorf weiterhin es nach unten tendenziell geht. Hoffenheim 0-1 gegen Freiburg. Die Freiburger Streichtruppe kommt wieder. Starker Aufwärtstrend jetzt bei Freiburg und ich meine auch, da gehören sie auch hin. Und Hoffenheim muss aufpassen. Als Aufsteiger immer noch gut dabei, aber auch hier die Talfahrt schon beginnt schon. Dann haben wir Wolfsburg 1-1 gegen Gladbach, erneut Enttäuschung in Wolfsburg. Hier läuft es einfach nicht rund, während Gladbach hier mit dem 1-1 ganz gut zufrieden sein kann. Und der HSV verliert 0-1 gegen Eintracht Frankfurt. Die Hessen jetzt auf dem 5. Platz. Gute Saison bis jetzt, kann man sagen an der Stelle. Und der HSV ist auf einem Relegationsplatz als Aufsteiger. Da wird es also nicht leichter. Spieltagsstatistik. Putz, schon das zweite Mal jetzt in der Mannschaft der Woche drin. Kachunga, Eisfeld, Agu, Kramer von unserer Mannschaft, Sergio Roberto von Freiburg, Simon von Frankfurt, Samar von Frankfurt, Schröder hier von Bremen und Stefanovic von Nürnberg und unser Fritte Brinkis im Team der Woche. Meine Güte, also es hört nicht auf, die Auszeichnungen gehen immer weiter für ihn. Robert Putz mit 13 Toren hier ganz weit vorne in der Torschützenliste und Güfalsson und Sturridge tauchen da erst noch im untersten Drittel auf. Ja, nächste Woche sehen wir schon DFB-Pokal, zweite Runde. Wir müssen reisen, das heißt, wir müssen hier zum VfB. Auf der Website Hertha BSC Berlin, Nils Teixeira lehnt Wechsel ab. Borussia Dortmund kann frühen Vorsprung über die Zeit retten. Lehrstunde für Mainz 05, Hannover mit späten Ausgleich gegen Nürnberg und Eintracht Braunschweig ist weiter sieglos. Das sind so die Meldungen der Woche. Unsere Reserve gewinnt hier gegen Osnabrück. Bram Vermeulen erzielt 4 Tore. Ausbau Jugendinternat abgeschlossen. Okay. Und Bürogebäude dauert noch 21 Tage. Gut, dann sage ich an der Stelle Dankeschön und Goodbye. Freue mich auf das Projekt mit dem HSV bei FIFA 17 und natürlich brauche ich euch nicht erzählen. Oh, Tottenham Hotspurs hat Interesse an mir. Eieieiei, Leute, da muss ich jetzt mal reingucken. Mein aktueller Vertrag geht noch bis 23. Deswegen, wenn die Saison rum ist, läuft mein Vertrag aus. Tottenham Hotspur. Ich guck mal, wo die stehen. Die sind zufrieden, aber ich bin ein heißer Kandidat, weil, gucken wir mal in der Historie. Ja, die wollen irgendwann mal Meister werden, ne? Und sie sagen sich vielleicht mit Smiloni. Das wäre natürlich eine geile Geschichte, ne? Verein, wann haben die das letzte Mal die Meisterschaft eingefahren? 1961. Oh, die haben so ein geiles Stadion, die Spurs. Guckt mal hier, das ist doch geil. Die White Hart Lane ist das. Fassungsvermögen 57.780. Oh Leute, das reizt mich. Das reizt mich. Was mache ich denn jetzt? Hamburger SV, sie wären die Idealbesetzung. Auch nochmal. Bayern München, Krise. Ich frage da mal an.
Ich frage bei Bayern München mal an. Ja, das wär's doch. Ich frage beim Hamburger SV mal an. Okay. Ja, und Tottenham Hotspur könnte ich jetzt... Das ist jetzt eine schwere Entscheidung, die ich da fällen muss. Die Spurs würden mich haben wollen. Ich stehe allerdings mit Rostock in einer guten Saison. Es läuft alles fantastisch. Wie viele Jahre bin ich jetzt hier bei meinem Verein eigentlich? Da können wir ja mal gucken. Wann bin ich denn eingestiegen? Wo kann ich das denn mal gucken? Da müsste ich, glaube ich, bei Karriere schauen, ne? Karriere. Biografie. Ja, müsste ich jetzt komplett zurückgehen. Seit 2012 habe ich angefangen. Jetzt haben wir die Saison... 10 Jahre bin ich jetzt hier. Wah, Leute. Das ist jetzt eine Entscheidung, die muss ich jetzt mit mir alleine ausmachen. Ich weiß natürlich, wenn ich jetzt hier kündige und wenn ich jetzt hier zu den Spurs gehe, dann ist das für mich eine schöne Sache, eine runde Sache. Weil ich habe natürlich begrenzte Möglichkeiten hier bei der Hansa Kogge. Und wir haben Optimales schon erreicht, dass wir jetzt hier auch wieder gut in der Spur sind. Es gibt keinen richtigen Grund, die Hansa Kogge zu verlassen. Weil ich ja auch mit euch dieses Projekt hier über die ganzen Jahre gelebt habe. Und ich habe auch jetzt von Stefan Schmidt, habe ich noch gehört, Smiloni, mach jetzt nicht den Fehler und geh jetzt während der laufenden Saison. Alles vernünftige Argumente, aber macht man im Leben immer alles richtig? Also ich werde jetzt hier nichts übers Knie brechen. Ich werde in der nächsten Folge, in der Folge 509, werde ich auf jeden Fall hier nochmal die Biografie mir durchgehen. Ich werde mir Gedanken machen dazu, ob ich dem Angebot des Spurs folgen sollte oder ob ich ein Angebot von Bayern München abwarten sollte, was mich auch sehr reizt. Aber die Spurs hätten mir es angetan. Leute, ich sag Tschüss und ihr seht einen völlig, völlig aus dem Häuschen geratenen Smiloni. Schaut die nächste Folge an, dann wisst ihr, wie ich mich entscheide. Also, auf geht's. Tschüss. Bleibt mir gewogen. Egal, welche Entscheidung ich fälle, bleibt bei mir. Lasst mich dann nicht hängen, wenn ich von der Hansa Kogge gehen sollte. Vielleicht bleibe ich ja auch. Warten wir's ab.